Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die View for Glory. Heute mit dem Hero of Time. Deine Mutter ist ein Schwein. Spaß. Natürlich Link. Und ja, Link kann ich eigentlich überhaupt nicht. Tatsächlich. Ein paar Sachen habe ich mal so gesehen, aber ob ich die auch anwenden kann, weil ich spiele halt nie. Wenn ich was sehe, dann kann ich sie nicht gleichzeitig anwenden. Das muss ich um ein Gerücht handeln, Freunde. Aber ja, ich denke, ich habe mehr Plan von Link als von Rosalina. Deswegen müssen wir mal schauen, was sich hier machen lässt. Kann natürlich auch Ultra Campy spielen. Ich habe 3 Projektile. All meine Specials außer die AP sind natürlich Projektile. Jetzt mal gucken. Ich finde, Link ist ein sehr interessanter Charakter, sehr technisch. Viel mit Item Game kann man da machen, aber ich kann diese ganze Techniken halt nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Weil ich ja Link eigentlich nie spiele. So, ist natürlich hier der Twilight Princess Link. Das erkennt jeder Zelda-Fan. Und ja, das Heldengewand natürlich, das Grüne. Gibt ja auch noch Groen-Outfit, Zora-Outfit. Ganz geil. Oh mein Gott. Seriously? Na gut, wenn du den Torn punishen willst, wirst du jetzt gepunished. Was denn du für ein Hero of Time? Keine Ehre, Alter. Keine Ehre. Wo ist deine Ehre hin, mein Freund? Das sollte eigentlich ein Abwehr werden, aber der hat eh gut die Eid. Oh mein Gott, die Grab Range. Ja, vielleicht können wir von den Link hier was mitnehmen, aber der hat bislang nichts Brauchbares gemacht, seriously. Das Lustige. Oh, Down the Boys. Shoutout zur Huber. Das Lustige ist. Wow. Wow. Mit dem Hylia-Schild können wir im Stehen alle Projektile zurückschleudern. Deswegen macht er wahrscheinlich auch gerade keine Projektile. Oh, das wird gepunished. Ah, ne, er hat es nicht durchgezogen. Wenn er F-Smash nicht durchzieht, liebe Freunde, dann hat er nicht so wirklich Lag. Ja, mach nochmal. Hylia-Schild. Ach so, wenn ich eine Bombe halte, dann geht das nicht. Okay. Moment. Ja, da haben wir's. Hä, das geht aber nur wirklich, wenn es den Schild trifft. Das ist dann doch ein bisschen blöd. Mir ist besser vorgestellt mit dem Hylia-Schild hier. Ja, Rolle, Rolle, Rolle. Wird gepunished mit einem F-Smash, mein Freund. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. War nicht true. One Haunted Up Air kann man mal probieren. Es geht auch Jab, Jab, Up B. Ist auch nicht true, aber ist ein gutes Mix-Up. Auf jeden Fall. Ah, ich schieße mal ein paar Projektile auf den. Um ein paar Prozente aufzubauen. Mein Lead noch zu verstärken. Das soll auch der Combo sein. Down tilt näher. Macht jetzt nicht so viel Damage, aber ich denke, das ist ganz okay. Weil die näher, die bleibt auch so lange draußen. Die ist verdammt gut. Oh mein Gott. Ja, die Fair killt auch verdammt früh. So aufpassen, dass wir nicht gefährt werden. Ach komm schon, einmal gegrabt. Schon tot, ey. Und der Taunt, obwohl er sein Link richtig bad ist. Falls es mein Link auch scheiße ist. Aber ganz ehrlich, mein Link ist godlike gegen diesen Link. Ja, jetzt spielt aber auch sehr defensiv. Na gut. Timeout halt. Campy Link. Was erwartet man hier? Jetzt fängt es an zu lenken. Sehr schön. Ja, selbst wenn ich jetzt Jab-Jab-Abi machen würde, das wird ja jetzt noch nicht killen, oder? Das war auch nicht true. Ihr seht's, es ist nicht true. Es ist Mist, es ist Mist, es ist nicht gut. Mach ich lieber Jab-Jab-Down-Tilt nächstes Mal. F-Tilt, verdammt stark. Killt. Und natürlich noch nicht bei diesen Prozenten. Oh, da hätte voll gut grabben können, der Idiot. Hat aber nicht gemacht. Und schon wieder F-Smash. Kann ich auch. Und tschüss. Ah, der F-Smash von Link, ne? Ganz ehrlich, dieser F-Smash von Link. Der ist einfach nur broken. Wenn der trifft, tschüss. Das ist schon teilweise Gettendorf-Niveau. Okay, noch ein Link-Titel, hä? Du Taunt-Meister. Oh shit, ich hab mich getauntet. Das hat er verdient. Groen-Outfit. Jetzt bitte nach North her. Wenn wir schon jetzt hier das Groen-Outfit für Ocarina of Time haben, müssen wir nach North her. Das wär's jetzt, ohne Witz. Nee. Wir bleiben natürlich hier. Schulk.
Selber schuld, wenn du jetzt verlierst. Was machst du? Ah, der hätte ich wieder näher machen sollen. Sorry. Ich fang gerade an mit Link. Verzeiht mir. Hätte ich näher machen sollen. Meine Ernährung war nicht gut genug. Was? Broken, was war das denn? Übertreib halt komplett mit der Range. Da hat's funktioniert. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen gestalt. Der will bestimmt Container. Deswegen grab ich jetzt gleich nur. Okay. Oh, das ist ein guter Spieler. F-Smash, 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 F-Smash. F-Smash? Jo, F-Smash. Jetzt können F-Smash kommen. F-Smash? Jo. F-Smash. Trifft. Weil Link sehr viel Lag hat bei seinen Moves. Und up here! Oh shit, war das bad. Nein! Ich wurde ge-F-Smashed. Und er tauntet schon. Link, der hält schon ein bisschen durch, my boy. Die Dash-Attack, ne? Die ist fast so gut wie die von Ike vom Damage. Ist insane, Freunde. Insane. Oh, come on. Oh, komm schon. Nicht immer kontern hier. Na gut, er kontert die ganze Zeit jetzt. Okay. Da wir das wissen, werde ich das ausnutzen. Der F-Smash wird nächstes Mal aufgeladen. Wenn er landet, kriegt er einen Full-Charge F-Smash ab und dann könnte er vielleicht schon tot sein. Ja, jetzt hat er nicht gekontert, ne? Ach, komm schon. Lebe zum Glück noch. Hab ich jetzt lieber high recovered. Oh nein, die Bombe ist schon explodiert. Hat nichts rausgemacht, aber das war's. Mann, this is the fuck yourself, motherfucker. So, jetzt wird's gereckt, mein Freund. Konter. Konter hier, Konter da, Konter in Amerika. Konter. Ne. Kein Konter. Oh, ist auf Stage gekommen, der arme Schulk. Jetzt fange ich auch an, hier zu rollen. Das steckt echt an, das ist so eine Krankheit, wisst ihr. Lasst euch nicht von der Rolle Ritis anstecken. Wir sind alle voll von der Rolle hier. Konter? Jo. Ich hätte F-Smash machen sollen, aber wenn er den gekontert hätte, wäre ich tot gewesen. Das war true, glaube ich. Ich bin dann doch ein bisschen vorsichtig, weil nicht, dass er den nochmal Konter macht. Und dann war es das. Dann hat er unverdient gewonnen. Und ich habe schon wieder vergessen zu taunten. Ich bin halt nicht so Huso wie er. Oh mein Gott, ey. Nicht lustig. Ach, fuck, man. Wir hatten doch... Ich hasse das. Immer wenn ein Gegner Charakter switcht, denke ich immer, es ist ein neuer Gegner. Aber es war ja nicht... jetzt müssen wir nochmal gegen diesen Idioten spielen. Mann, der Typ ist nicht gut, man. Ich bin ein guter Gegner. Und sieht, wie scheiß mein Link ist. Boah, das sieht man die ganze Zeit schon. Ja, ich weiß nicht, ich komme mit diesen Tether Grabs auch nicht klar. Ich könnte ihn mal so ein Neutral nehmen als sehr. Jetzt kommt Kirby. Interessant. Kirby können wir vielleicht so auf Distanz halten mit der sehr. Nee, können wir nicht. Nur wenn er springt. Oh, jetzt kommt Up-Smash, ist schön. Ah, und F-Smash natürlich auch wieder. Ding, 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 ding. Musik ist so geil. Why not? Come on. Macht gut Damage. Down tilt fair kann man mal machen. Down tilt näher. Na, ich campe ein bisschen. Kirby kann man immer schön auscampen. Bumerang, Bombe ziehen, Pfeil. Ich kann mir natürlich irgendwelche Sachen noch zu Link schreiben. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Falls ihr da noch irgendwelche geilen Tricks auf Lager habt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Könnt ihr bei jedem Charakter machen, den ich spiele, weil ich kann natürlich nicht alle Charaktere. Den Charakter, den ich am besten kann, habe ich schon gespielt. Diddy Kong. Habt ihr gesehen, wie man den richtig gut spielen kann? Da wusste ich auch viel zu erzählen, aber bei Link weiß ich es nicht. Ja, das war ziemlich geil.
Der Kirby weiß, glaube ich, nicht, was er gegen diese Projektile hier anfangen soll. Ich dachte, er approach mit einem Grab. Let's go! Mein Link ist zu gut. Ja, was nimmst du auch Kirby, Alter? Ich habe zweimal Link gespielt. Da war es ziemlich wahrscheinlich, dass ich nochmal Link nehme. Ach, come on. Jetzt kommt, glaube ich, der lila Link. Aber jetzt kommt auch erstmal ein vernünftiger Gegner, hoffentlich. Meine Fresse, weg damit. Sorry, dass ich den jetzt dreimal als Gegner hatte. Der hat es nicht verdient. Aber ja, jetzt hoffe ich, werde ich mal zerstört. Sexy Goat, oh mein Gott. Ja, die Goat wird mich jetzt richtig zerstören, ich sag's euch. Ja, der Lilan ist von Four Swords Adventure. Und in Soul Calibur gab es sie, glaube ich, auch als alternatives Outfit auf dem Gamecube. Auf dem Gamecube bei Soul Calibur 2 gab es ja auch Link als Kämpfer. Im Beat'em'up. Oh, gegen Ryu. Ach du Scheiße. Hört ihr das? Immer wenn Ryu Feuer Hadouken macht. Hört ihr das? Sagt er zumindest immer. Ich höre das immer raus. Ah, kein Grab. Das ist Respekt. Hast du Respekt, Junge? Sonst hole ich meine Brüder. Wenn du nicht haben Respekt. Down here, boys. Down here, boys. Fural wäre stolz auf mich. Für die, die das nicht wissen, was damit auf sich hat mit Fural und Down Air. Ist halt so ein Meme. Er hat es erfunden, die Down Air Boys mit Link. Deswegen. Schokonuts! Hört ihr das? Prophylax! Ja, ich wusste es. Nach zweimal ein Tilt machen die immer dann den Shieldbreaker oder versuchen zumindest. Da kommen wir raus, SD ein, kein Ding. Easy. Okay, Tatsumaki. Eigentlich ein sehr schlechter Move. Aber gut. Warum nicht, ne? Als Mix-Up, warum nicht? Scheiße. Ja, okay, ich werde keine Grabs mehr raushauen mit Link. Das lohnt sich einfach nicht. Wird immer hart gepunished, also lassen wir's. Was soll denn der Scheiß, ey? Sein Focus-Attack Mist. Oh, jetzt liegt hier eine Bombe als Mine. Na, holt jetzt hier weg. Ah, oh, ich bin nicht Cloud. Zu viel Cloud gespielt. Down ist zwar ganz okay von Link, aber halt nicht Cloud-Niveau. Ist einfach so. Ah, vielleicht können wir das noch gewinnen. Noch alles drinne. Let's go! War alles drinne. Boah, wie professionell das aussieht. Wenn ich die Bomben so hochwerfe. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von den Char, actually. Der denkt wahrscheinlich Main den. Sollen wir mal meinen Main kennenlernen hier. Diddy fickt Ryu so total weg. Das ist unglaublich. Eins der leichtesten Matchups für Diddy Kong. Wenn du einfach nur auscampst, wegläufst, nur mit Banane punished, kann er nix machen. Gar nix. Ah, schade, ich dachte, er droppt das Schild. Das könnte es gewesen sein. Ne, er hat nicht Up-Tilt Shoryuken gemacht. Womit ich gerechnet habe. Aber jetzt. Alter, Char ist so lächerlich, ne? Ryu. Ah, hätte ich ihn damit gekriegt, wäre es vielleicht gewesen. So weiß ich nicht. Ja, Downer Shoryuken, klar, aber wir leben noch. Das ist schon an einem Wunder grenzt, ganz ehrlich. Weg mit dir. Will dich nicht mehr sehen, verschwinden aus meinem Leben, verschwinden aus meinem Leben. Zack, Upsmash. Jab, Jab, Up B vielleicht. Ah, war aber nicht der Sweet Spot, I guess. Der hätten wir weiter weggeschickt. Schade. Oh, er hat verkackt, er hat sein Input verkackt. Kein Shoryuken for you. Let's go! Hero of Time! Mit dem Master Schwert. Geil! Tja, Input verkackt. Tot. Verdient. Also, wenn er Inputs nicht lebt mit Ryu, hat verdient, verloren. Sexy Goat, I'm sorry.
nicht sexy genug für Link. Sorry. Sorry, not sorry. Jetzt der gelbe Link. Der gelbe Link, Freunde. Was versteht na? Pippins Outfit von Skyward Sword ist das. Ich habe Skyward Sword nie so weit gespielt, Freunde. Skyward Sword fand ich immer langweilig. Das mit Motion Gaming, das hat bei mir nie so wirklich funktioniert. Oh, Game & Watch, okay, interessant. Er stirbt sehr schnell gegen Link. Irgendwas von Pippins Outfit von Skyward Sword, das Gelbe. Das Gelbe ist mir echt unbekannt. Aber es sieht eigentlich sexy aus. Ich mag das gelbe Outfit. Aber es ist nicht so berühmt natürlich wie das Zora-Outfit oder so. Ist klar. Okay. Dash Attack. Ja, einmal getroffen schon, ist es wieder even. Link halt. Aber jetzt müssen wir ein paar Bomben werfen oder so. Der Meat ist wieder even. Wir können ihn einfach auskennen, ist ja kein Ding. Bucket. Ja, der Bucket wird dann sehr stark. Ah, fuck. Bombe explodiert schon. Schade. Das war eine schöne Trap, hätte er falsch geeilt, wäre es richtig eklig für den Dude geworden. Schade. Na gut, der ist gerade sehr viel in Luft. Das merke ich mir. Die Grabs, die Pivot Grabs und so lohnen sich nicht, wenn er immer in Luft ist. Ich kann das stacken. Ich spiele selber Game & Watch. Ich muss es auch wissen, wie man stackt. Why not? Why not, Freunde? Ja, gönn dir deinen Scheiß. Boah, das war der erste Hit und der erste Hit hat schon gekillt. Broken. Broken shit. What's going on? Aber der spielt viel besser als ich, Mann. Ist unfair, dass ich jetzt gewinne. Aber ich kenne das. I know that feel, Bro. Game & Watch hat Killprobleme und dann kommt Link. Ein Hit. Tot. Ich kenne das. Ja, das war dumm von mir. I'm sorry. Wollte mal ein bisschen was mixen, aber ich bin ja nicht Cloud, Mann. Okay. Habe ich Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich Glück. Hä? What? So schnell? Oh Mann, diese AP von Game & Watch. Schade. Hätte die Ice immer gut weg. Er umgeht hier meine Fallen. Tot. Ne, Glück gehabt. Oh, komm schon. Diese dumme Scheiße da immer. Das gegen Link ist so viel true. Ach, ist jetzt mal gut mit den Grabs. Schade. Oh, ich wie so ein Noob das Schild gedroppt, ey. Okay. Na, ich darf nicht mit der Down Air landen. Das Problem ist, ich bin so ein Cloud-Spieler, wisst ihr? Da machst du immer Down Air und es hat kaum Lag. Ja, tot. Ich hätte Upsmash gemacht. Nach dem Bullshit gibt's ja auch noch den Brain Dead. Einfach Gehirn ausschalten, Up-Air drücken, Down-Throw, Up-Air. Smash 4 Scheiße halt. Ganz ehrlich, am Anfang hat er besser gespielt, danach hab ich besser gespielt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja, einfach ein paar Brain Dead Combos gemacht, fertig. Tschüss. Keine Lust drauf. So Müll. Gucken, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Die hätten ja auch auskämpfen können mit Pfeilen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich es dann doch ein bisschen zu lame finde. Aber jetzt werde ich noch spielen. Wenn die es so wollen. Na gut, was können jetzt die restlichen Gegner dazu? Let's go. Welchen Link müssen wir jetzt nehmen? Den schwarzen, das ist natürlich der Black Link, Shadow Link, Dark Link. Hat viele Synonyme. Gab's schon in Ocarina of Time, im Schattentempel, gab's auch schon in Zelda 2 als Endboss. Und natürlich auch in Twilight Princess. Und in Breath of the Wild kann man das Kostüm finden. Jetzt haben wir nur auf ihr mit! Oh mein Gott! Link Face of Evil Musik, Freunde! Faces of Evil Musik! OMG, Freunde! Das ist die Face of Evil Musik! Oh mein Gott! Ich auch schon Let's Play, das war cool. Das war lustig. Cool nicht, aber lustig. Wobei Face of Evil noch das bessere Spiel war.
Zelda The Warrant of Gamelon war scheiße. Das Beste ist so Zelda's Adventures, finde ich auch gut. Ist ein cooles Spiel. Aber man spielt halt Zelda da, nicht Link. Nur bei Link Face of Evil spielt es halt wirklich Link. Ah, jetzt bin ich offstage gegen Meta Knight, na super. Ah, ich musste mir das abgewöhnen. Die Downer ist wirklich um einiges schlechter als von Cloud. Oh! Okay. Passiert. Wollte er vielleicht mit Unledge. Das kann ich mit Didi auch. AB und dann Unledge. Und wenn du failst, bist du weg. Okay, wir müssen mehr Projektil benutzen. Ist ja nix so. Schade. Heftelt, man, der killt auch so früh, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Upthrow. Warum machst du Upthrow? Sollst du nicht stayen? Ja, aber der F-Smash ist broken von Meta Knight. Der ist broken. Kann noch ein bisschen Campy spielen gerade. Warum nicht? Ist doch eh mein Spielziel. Wenn ich nicht mit Projektilen hier rumspamme, dann bin ich doch nicht ich. Oh, ich hatte eine Bombe in der Hand. Das habe ich nicht gesehen, weil Dark Link. Die Bombe ist ja auch schwarz. Ich habe es echt nicht gesehen, dass er die gerade hat. Deswegen will ich das Kostüm schon mal nicht spielen. Das hat man echt nicht erkannt. Also ich zumindest nicht. F-Tilt killt bei 7 fucking 80%. Ist der schon tot? What? Okay. Zwei Links haben wir noch. Der Weiße, der ist auch cool. Und ja, was ist mit dem Weißen? Das ist halt auch wieder mal mein Lieblingsspiel. Aber ich finde, das Outfit sieht wirklich gut aus. Und ist leider auch von Skyward Sword. Ich hasse Skyward Sword, Mann. Das ist am Anfang. Im Wolkenwort hatte der das. Oh, geile Musik. Oh, jetzt können wir mal das Hylia-Schild abusen. Na gut, wenn er kein Projektil macht, dann nicht. Ich glaube, das Arcfire kann man nicht mit dem Hylia-Schild abwehren, weil es ja Multi-Hit-Move, oder? Und näher mal wieder versuchen, ein bisschen. Ja, gib mir, my boy. Gönn dir. Komm, mach jetzt dein Mist. Ah, dann halt nicht. Okay, das war nice von ihm. Ich glaube, der weiß das mit dem Hylia-Schild, was ich vorhab. Herr Wolf, warum soll das auch machen, ne? Es killt hier gerade nicht. Jetzt hat er es einfach so mega gewastet. Oh, interessant. Ah, ich weiß nicht, wenn. Ah, der hat so viel Lag nach der Down Air. Fuck. Wollten mit der Fair kriegen, aber die hat auch ein bisschen Startup Lag. Na, schade. Ich dachte, er dodged, dann wäre er weg gewesen. Das wäre es gewesen für unseren Phantomias. Boah, es macht nur 3% so ein Pfeil. Na gut, wenn er nicht aufgeladen ist, ne? Das ist echt wenig, Mann. Ich dachte, die sind gefährlicher, diese Pfeile. Schön ein bisschen B-reversen. Warum nicht? Let's go, get wrecked, buddy! Aber wir müssen echt aufpassen, das Levin Sword ist so broken, wenn das trifft. Yeah. Oh, hätte das getroffen. Dann wäre ich Best Link worldwide. Spaß. Das wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Bombe in der Upsmash, ey. Als Ledge Trap, das wäre echt geil gewesen. Das geht ja mit Drop auch. Gyro und Ledge. Oh, da haben wir es doch. Was will ich denn mehr? Aber es hat nicht gekillt. Hab ich gemacht, es hat nicht gekillt. Ich wusste, dass er jumpt.
Und er ist noch reingejumpt, weil er dachte, es sind nur zwei Hits oder keine Ahnung warum. Ist mir auch egal, es besiegt. Ein Link haben wir noch, dazu holen wir uns jetzt einen neuen Gegner. Das ist ein sehr beliebtes Outfit, nämlich die grimmige Gottheit. Die finale Maske von The Legend of Zelda, Majora's Mask. Wenn man alle Masken gesammelt hat, bekommt man ja Zugang zur grimmigen Gottheit. Und ja, das letzte Outfit soll das darstellen. Aber auch viele Kiddies und For Glory Links benutzen das. Ich meine, ich benutze es jetzt auch, aber weil ich alle Skins zeigen möchte. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ich mag viele Link-Skins. Welches mag ich am wenigsten? Gute Frage. Wahrscheinlich das Blaue. Das Zora-Outfit. Ich mag die Farbe Blau halt nicht. Ja. Mag ich am wenigsten. Dann das Grüne. Dann wahrscheinlich das Gelbe. Der Marv? Ah, das macht er. Foxtrot üben. Dann geh in Trainingsmodus, my boy. Das ist ein Minispiel. Das Legend of Zelda Minispiel mit Pfeilen. Das Ziel treffen. Guckt euch das an. Ah, fuck. Gut, dass ich unendlich Pfeile hier habe. Sieht das als, jetzt als Jump'n'Run? Ne, jetzt kommt er. Bam, boah. First Hit kann auch manchmal mächtig sein. Mächtig, verdächtig. Schade, ich dachte, er approach mal, aber das tut er nicht. Du alter Camper! Spiel doch einen Charme mit Projektilen, dann zahlt sich das Campen auch richtig aus. Soll ich dir ein Zelt kaufen, wenn du campen willst? Ach Mensch, was ist das denn hier heute, hä? Was ist das denn, Freunde? Könnt ihr mir sagen, was es hier ist? Okay. Das war leider ein Trade. Wäre jetzt für die Fair gegangen. Oh mein Gott. Insane. Boah, es hat gekillt, Freunde. Es hat gekillt. Smurf. Tipper tot. Oh mein Gott. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht auf so einen Scheiß reinfalle. Die F-Tilts an Ledge. Das ist schon ziemlich cool. Nein! Oh, jetzt. F-Smashen können, aber er hat es nicht gemacht. Lieber an Ledge gehen, ist besser. Mhm. Komm schon, approach doch mal. Kein Tipper. Kein Tipper, Boys. Covert halt für eine gewisse Zeit eine Position. Ich wusste, dass er irgendwie hinter mir landen wollte. Das habe ich da abgedeckt damit. War ein bisschen risky. Aber ich habe es halt irgendwie gereadet. Ich hatte es wirklich im Blut. War mir sehr sicher, dass er so reagieren würde. Deswegen habe ich es gemacht. Gut, Marv seine Throws kill nicht. Up-Throw killt irgendwann mal. Das interessiert mich ja jetzt ein Scheiß. F-Smash? Ne. Ab hier und ab hier und... F-Tilt. Dash Attack. Boom. Link. Freunde, mein Link. Ey, ganz ehrlich, die Gegner waren scheiße. Aber nur einmal verloren, obwohl mein Link so übel wack ist. Ich wusste halt ein bisschen mehr als bei Rosalina, aber ganz ehrlich, Mann. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist, was ich mir hier zusammengespielt habe, oder? Ganz ehrlich, Mann. Seid ehrlich. Gut, das war Link. Im nächsten Part gibt's Zelda. Wird von manchen als sehr schlecht angesehen. Ist auch nicht gut, aber ich würde nicht sagen, dass es Bottom-Tier ist. Also es gibt sehr viele Advanced-Techniques, die ich natürlich wieder nicht kann. Aber gucken wir mal, wie es läuft. Zelda im nächsten Part, Freunde. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ich würde sagen, Hyrule haben wir erfolgreich gerettet. Auch wenn wir Gendorf nicht in den Arsch getreten haben, wir haben Hyrule gerettet.